Ein spannungsgeladenes Publikum sitzt hier. Schön, dass ihr gekommen seid hier in der Erlöserkirche. Voll motivierend für uns heute Abend. Schön, dass ihr da seid und auch schön, dass ihr zu Hause da seid. Denn wir wollen heute Abend, und so haben wir ja letzten Sonntag gesagt, wir wollen mit unserer neuen Reihe beginnen. The Convert's Guide to Roman Catholicism. Das erste Jahr in der katholischen Kirche. Und manche von euch werden vielleicht so, werden das ganz so gut verstehen, wenn sie beispielsweise in Medjugorje berührt worden sind, dann beginnen sie wieder mit in die Kirche zu gehen, sie kommen und auf einmal gehen sie wieder, weil eben dieses erste Jahr in der Kirche, das ist einfach irgendwie wie ziemlich hart, ziemlich herb, vor allem auch dann, wenn die Gefühle, wenn auf einmal diese Stimmung, dieses innere Gefühl, wenn das auf einmal wie weggeblasen ist. Und dann heißt es, jetzt brauche ich mehr. Und so soll dieser Guide zum römisch-katholischen Glauben, zum römisch-katholischen Gottesdienst auch, zum katholischen Gottesdienst, soll eine Hilfe sein. Der Verfasser dieses Buches, Keith Nester, hat dieses Buch selbst erlebt, selbst erfahren. Er ist ein freikirchlicher Pastor und er sagte einmal, es kommen immer wieder nur Leute zu uns, aber zur katholischen Kirche kommt eigentlich niemand. Und da hatte er nicht ganz Unrecht. Und so habe ich jetzt den Nico gefragt, er steht schon neben mir, in unserer peppigen Show heute Abend. Ich habe den Nico gefragt, ob er dieses Buch uns vorstellen will. Es kann eine ganz große Hilfe sein. Und wenn man am Ball bleibt und sich immer wieder einige Sätze, und die werden wir auch ins Internet dann stellen, sich immer wieder einige Sätze vornimmt, auf was es drauf ankommt, dass man nicht irgendwo hängen oder liegen bleibt, dann kann man aus diesem Jahr oder in diesem Jahr, das wir jetzt miteinander gehen, dieses Jahr des Glaubens, dieses ersten Jahres in der katholischen Kirche, kann man ziemlich viel dabei lernen. Ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche euch viel Freude und vor allem auch so diesen Einsatz, den Glauben immer besser kennenzulernen.